Und da sind wir wieder, immer noch mit Port de Pleur auf dem Arm. Und versuchen uns jetzt mal rauszuschleichen. Was bestimmt nicht einfach wird. Ich bin gerade davon genervt, dass ich diese scheiß Handwaffe hier habe. Wie soll ich da denn bitte vorbeikommen? Ich weiß doch nicht, ob wir ballern dürfen. Für den König! Wo die stehen hier. Was ist das denn? Was ist das? Sind die gerade abgelenkt? Ach du Heilige. Können wir schießen? Können wir schießen? Ah! Okay, wir können schießen. Ey, lass mal auch bitte den Deplor in Ruhe, ja? Was ist denn bitte da? Naja, wartet mal. Wir machen einfach diesen... Oh, oh, oh. Wir machen jetzt... Wartet, wir machen das jetzt ein bisschen... Kann ich mit ihm einfach... Wartet mal. Aua. So? So? Wir nähern uns mühsam den Eichhörnchen auf der Art und Weise? Ich versuche es mal so. Oh Gott, was mache ich denn hier schon wieder für einen Unsinn, Mann? Warum denn immer Ecke? Warum immer Ecke? Alter, wie viele Leute da sind. Ich hab's gleich geschafft. Ah! Nee, ach so, Moment, das war die Taste. Scheiße, ich hab so viel Dying Light gespielt. Oh! Ah, na. Oh. Wartet. Nein! Nein! Oh! Puh! Scheiße. Okay, wir müssen das anders machen. Aber. Trage de Pleur nach draußen. Aber das Gute ist. Jetzt weiß ich, dass wir kämpfen dürfen. Ist ja schon mal ein großer Vorteil. Alter Schwede. Wir waren noch fast da. Ich krieg die Macke, ey. Also könnte es auch funktionieren. Schon mal gut zu wissen. Wisst ihr, da mache ich nämlich jetzt mal hier Annika in Action. Warte mal, ich könnte auch. Ich wurde noch... Ich wurde noch nicht gesehen. Wo ist denn der? Ich hab neu gesehen. Scheiße. Ich sehe nichts durch den Rauch. Geht hier automatisch diese scheiß Sirene los? Ich sehe immer noch nichts. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Hier unten ist noch einer. Wartet mal, wo sind die da ungefähr? Nee, doch nicht. Ich lass die mal kurz hier ankommen. Da sind sie. So, das war auch gar nicht laut. Bei Dying Light würden jetzt 5 Millionen Monster kommen. Warum ich die ganze Zeit über Dying Light quatsche, liegt an der Tatsache, dass... Ach, das Feuerwerk. Und irgendjemand schießt noch auf uns. Liegt daran, dass ich zurzeit sehr viel Dying Light spiele. Und auch ein bisschen Probleme habe gerade hier mit der Steuerung. Deswegen habe ich H gedrückt und nicht Steuerung. Da sind sie. Haben sie uns gesehen? Wartet mal. Noch hat uns hier jetzt keiner mehr gesehen weiter, ne? Was heißt denn Rückzug? AJ kann auch nicht schneller mit dem... Oh, das war nicht so gut für mich, aber ist egal. Wo ist denn dieses scheiß Fahrzeug, bitte? Wo soll denn das sein? Wo soll denn das sein? Hä? Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz mal gucken.
Wir sind da oben. Ach, der muss doch bestimmt irgendwo hier unten sein, oder nicht? Na! Ich hab bald keine Dinger mehr. Ich geh einfach mal. Müssen wir hier raus aus dem Bereich? Annika sieht schon wieder gerade vor lauter Weit die Bäume nicht. Aua. Ich will nicht schon wieder sterben. Kann ich hier raus? Wo soll denn das sein? Ganz ehrlich. Muss ich mal kurz ablegen. Warum sieht ein Port de Pleur aus wie so ein Standardsoldat? Da oben ist einer. Jetzt läuft er da. Das mit dem Ding ist ein bisschen... Mit dem Nebel. Habe ich jetzt mal kurz meine Ruhe, um zu überlegen, wo ich hier bin? Komme ich hier denn raus? Muss ich hier denn raus? Hat AJ Port de Pleur so angezogen? Ich bin völlig verwirrt. Haben wir... Leute, ihr kriegt die Macke. Wir haben die falsche Leiche mitgenommen. Nein! Geil. Ja, also man kann auch unterwegs mal die Leichen vergessen. Naja, ey, das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Ja, mir eifert, dass ihr fest, kann man halt auch mal Leichen verwechseln. Kacke. Und ich sag noch, warum sieht ein Port de Pleur aus wie einer von der Royal Army? Ach, Annika, ey. Naja. Scheiße, ey. Naja, wenigstens haben wir hier aufgeräumt. Das gibt es nicht, da habe ich Port de Pleur vergessen. Nehmen wir doch den hier. Ist das Port de Pleur? Ist das so der Richter? Jawoll! Ah, das gibt es nicht. Da habe ich Port de Pleur vergessen. Trage ich hier die ganze Zeit irgendeinen Typ mit mir rum. Aber ganz ehrlich, die sind auch strohdoof. Ihr Chef liegt da irgendwo rum. Und was machen die? Kämpfen einfach weiter, ohne ihn in Sicherheit zu bringen. So eine Leute würde ich nicht anstellen. Das gibt es nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo dieser Punkt hin zeigt. Ach ja. Nun gut. Hätte auch, wäre auch zu schön gewesen, wenn das mal alle reibungslos verläuft. Nein, so nicht. Nicht mit mir. Aber wenigstens sind jetzt alle tot. Und wir haben unsere Ruhe. Wir können ganz in Ruhe Port de Pleur irgendwo hier hinbringen. In den Kofferraum. Legt de Pleur in den Kofferraum. Wenn er da reinpasst? In den Kofferraum? Nee, nicht treten, AJ. Hä? Na, aber... Hier, das ist... Ach so. Entschuldigung. Oh Gott. Ich bin eine Flitzpiepe, ey. Ja, wie nett. Deinen Ehering hat er nur um. Seid ihr Soldaten oder Ziegenhirten? Muss ich jetzt mit... Kann ich hier rausfahren? Ich wollte gerade sagen, dass mir ein bisschen die Tochter leid tut von ihm. Also von Port de Pleur. Ey! AJ, Kumpel, warum machst du das? Ach, das ist, Port de Pleur redet mit uns. Nur lässt dich grüßen. Wo ist denn ihre Familie oder wartet ihre Familie? Nur? Die unterhalten sich gerade wieder. Warum lacht denn er so? Glaubt sie tatsächlich noch, dass ihre Familie lebt? Ey, komm. Mann, wir sind seit Jahren tot. Alter, ist das ein Arsch. Was ist denn hier los? Oh Gott. All diese liebe Mama-Briefe, die hab ich doch selber geschrieben. Oh nein. Ist das ein Arsch? Ashley, meine Tochter. Halt mir, sie dachte, ich hab eine Brieffreundin. Was? Was er... Auf die Tränendrüse, meine Ashley. Ich glaub, sie hat Talent zur Schriftstellerin. In der Grundschule schrieb sie ein Gedicht. Meine Frau und ich weinten die Babys. AJ, komm schon. Na, hier ein Stück noch. Tu nicht so, als wär's dir wichtig, wenn's das nicht ist, hä? Ist das ein Arsch? Finde dein wahres Ich, AJ. Und dein wahres Ich kann gut töten. Oh nein. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das?
Elende Wilde! Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche! Oh, ist hoffentlich nicht die Tochter. Oder ist das Pagan? Bitte, ich mache mein Handy! Lass mich los, ihr Pavian! Arsche! Ashley! Ashley, Baby, Daddy ist hier! Oh Gott. Was er gemacht hat mit Noah. Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Das wäre? Redet doch mal mit mir. Hallo? Leute? Kann ich da irgendwie mitmachen? Vielleicht mitreden? Schlagkräftigere Waffen sind jetzt verfügbar? Also erstmal krasse Scheiße, was Paul Deplore mit Noah angestellt hat. Sie denken zu lassen, dass ihre Familie noch lebt, obwohl mal seine kleine Tochter die Briefe geschrieben hat. Und dann hat die jetzt, glaube ich, auch nochmal angerufen. Ich war letztens erst in Amerika. Pagan. Ich habe Ishwari gefunden, konnte mich aber nicht überwinden, sie zu besuchen, nicht nach all den Jahren. Unsere Mutter. Solche Entscheidung bereut man immer, wenn die Leute sterben, nicht? Jedenfalls war ich mit Deplore dort, oder eher mit Paul Harmon. Er lud mich zu sich ein, um seine Familie und seine andere Seite kennenzulernen. Es war unglaublich, den Mann hinter dem Mann zu sehen. Paul, den liebenden Ehemann und Vater. Ich war genauso neidisch, wie es mich für ihn freute. Wir gingen zu einer Schulaufführung seiner Tochter und da war sie. Ashley, das Licht seines Lebens. Er hatte Tränen in den Augen, so stolz, so voller Liebe war er. Da kam ich ins Grübeln. Was, wenn ich Ishwari gefolgt wäre? Was, wenn du dich durch ein Klavierkonzert gestümpert hättest, während ich dich durch einen Tränenschleier im Sucher sehe und jeden wertvollen Moment festhalte? Es trifft einen immer, wenn es zu spät ist, AJ. Immer, wenn es zu spät ist. What the fuck? Bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich freue mich, dass uns Pagan wieder angefunkt hat. Ich muss mal ganz kurz zusammenfassen. Also eigentlich, ich würde da gerne reingucken, aber ich glaube, das geht nicht. Gerne müssen wir die mit Paul anstellen. Das sieht man bestimmt nicht, nee. Also erstmal markiere ich mir, wo wir als nächstes hin müssen. Und dann werde ich dahin laufen. Obwohl, wir können uns ja auch erstmal irgendwo ein bisschen ausrüsten. Was ist denn das hier? Ein Sherpa. Ist ja ein Traum. Ich gehe erstmal dahin. Dann kann ich beim Latschen nämlich ein wenig reden, dann verbinden wir doch das Praktische. Auf jeden Fall, ja. Uns wird ja andauernd hier gesagt, dass Mohangel unser Vater ist und halt Ishwari ist unsere Mutter. Ist Ishwari erst nach Amiland gegangen? Nachdem unser Vater gestorben ist? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder ist Ishwari dies Jahr mit uns als Kind ausgewandert nach Amerika? Deswegen hat AJ hier von dem ganzen Zeug gar keine Ahnung. Kennt das hier alles nicht, kennt niemanden, hat noch nie was von irgendwas gehört, weil er halt in Amerika aufgewachsen ist. Und erst als seine Mutter gestorben ist und den letzten Wunsch geäußert hat, kam er ja hierher. Weil sie will ja gerne, dass sie hier veräschert wird, also ihre Asche irgendwo hingebracht wird. Und ich habe es schon mal erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass Pagan Min in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem Verwandtschaftsgrad zu uns steht. Ich habe überlegt, vielleicht irgendwie ein Onkel, Schwager, wie ist der Teufel nicht was? Ihr Idioten. Ich muss hier reden, nicht mit euch. So. Ja, irgendeinen Verwandtschaftsgrad hat. Und er meint ja auch ganz am Anfang, wirklich die allererste Szene, die wir sehen, da sagt er ja diese Augen, die erkennt er wieder. War er vielleicht mal in Ishwari verknallt? Dann, hallo, hallo! Dann kam aber Mohan dazwischen. Und Mohan hat mit Ishwari uns gezeugt. Oder hat Ishwari Mohan betrogen und hat mit Pagan uns gezeugt? Das wäre richtig geil. Das wäre ja richtig krass. Das wäre richtig übel. Oder, weil Pagan hat es ja verglichen, er meint ja, dass Paul Deplore und, oder Paul Harmon, wie er eigentlich wirklich heißt,
Und dass seine Tochter natürlich das Glanzstück in seinem Leben ist, was jeder Vater, denke ich mal, verstehen kann. Was ist denn hier schon wieder los? Hallo? Mensch, geht doch leichter, Idioten. So, und hat er dir gemeint, er war mit ihm zusammen auf der Schule? Auf einer Schule? Wo denn? Ich sehe das nicht auf der Karte. Wo ist denn hier bitte ein Kampf? Ach, kommt, ey, wirklich. Auf einer in einer Schulaufführung so rum war mit Dingsbums mit Paul zusammen und da war seine kleine Tochter und da hat er angefangen zu weinen und dann hat Pagan gerade mit uns verglichen, ob es ihnen auch so gegangen wäre. Ob es ihnen auch so gegangen wäre, wenn er unser Vater wäre? Ich habe keine Ahnung. Ich finde das super interessant gerade. Ich würde das super gerne rausfinden. Und ich bin mal gespannt. Haben wir hier einen? Hier, nee, hier haben wir keinen Handelsposten. Müssen wir dann nochmal machen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, was wir jetzt machen sollen. Müssen wir hier rüber? Mein Gott, was ist denn hier los, ey? Hallo, ist hier jemand? Amita? Ich möchte aber nicht zu Amita. Amita. Alles okay? Oh Mann. Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst. Ach, Mäuschen. Ich bin genau so ein Krieger. Eine Kurati wie die, aber die, die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Oh, nein. Schön. Ich mag euch beide wirklich sehr. Hier. Okay. Die Teeplantage und die Ziegelfabrik, da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal, oder? Hat der in der Aufnahme versucht, Nashorn zu töten? Ich glaube, ja. So, Sabal will die zerstören. Sabal will irgendwie alle zerstören. Mass Destruction, Sabal. Und Amita möchte die, nicht zerstören. Da wird der Mohn hingebracht und verarbeitet. Der Mohn ist für die Drogen, ne? Oh Gott, wo ist denn die? Du sollst denn bitte die Kiste sein. Die ist bestimmt wieder irgendwo. Wisst ihr, warum ich versuche, die ganze Zeit hier hochzuspringen? Ich möchte nur noch mal erwähnen, ich spiele zu viel Dying Light. Im Far Cry kann man das doch gar nicht machen. Oh Mann, Annika! Das ist kacke, wenn man zwei Spiele so parallel spielt. Richtig blöd. Richtig, richtig blöd. So, jetzt zurück zum Thema hier. Annika kann sich nicht entscheiden. Mann, ich kann jetzt... Ich weiß, ich mecker viel über Amita rum. Ich mecker über beide rum, weil das mich wirklich... Es kotzt mich an. Es kotzt mich an, wenn ich das so sagen darf. Dass man uns in sowas reinzieht. Das sind hier wie ein Ehepaar, was sich erschienen hat und ich bin jetzt ein Kind und muss entscheiden. So einen Scheiß macht man nicht. Sabal will sie zerstören. Amita natürlich nicht. Wir können natürlich das Spielchen mittreiben, dass uns immer für die... Also wir haben uns am Anfang für Amita entschieden, dann haben wir zu Sabal erschienen. Das können wir uns hier für Amita entscheiden, oder wie? Ach, Mann, ich weiß es... Ich kann Amita am... Ja, alle denken, die macht das falsch. Und... Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Ich komme mir immer vor wie bei Life is Strange. Da kann ich mich auch nicht entscheiden. Manometer. Ich muss gerade sagen, mein Herz, die hat es geschafft. Die hat es mit ihren Aussagen geschafft. Mit ihrer... Ach Gott, mich kann keiner leiden. Und treffe ich denn die richtige Entscheidung? Mein Herz zu erwärmen. Aber weißt du was, Mäuschen? Du hast gefragt, ob du was übersehen hast.
Ich glaube, was du übersehen hast, ist die Tatsache, dass hier jeder sein eigenes Süppchen kocht und du kochst deine Süppchen mit Drogen. Und das finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay, Amita. Das können wir nicht so machen. Das macht man nicht. Auch wenn dieses Land vielleicht kurz vorm Untergang hier steht. Kurz vorm Untergang wegen eines Herrn im pinken Anzug. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Mister, ich vertrete Kyrat am besten mit der Religion. Tralala. Ich entscheide mich für Sabal. Sabal. Amita hat mir von der Ziegelfabrik erzählt. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad sei? Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst nicht darauf rein, oder, Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige Noors Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied. Noor? Noor? Was hat das jetzt mit Noor zu tun? Sind das Noors Männer? Chemie für Anfänger, Machtverhältnismission. Sabal will, dass du die Rochan Ziegelfabrik zerstörst, um jede weitere Opiumverarbeitung zu verhindern. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Mithras Angebot ab. Ja. Nimm die Rucksackladung. Was hat denn das mit Noor zu tun? Sind das Noors Männer, die da arbeiten? Ach Gott, ja, Noor und Amita. Ja, natürlich, die Frauen haben sich zusammengetan, oder wie? Pff, dann würde ich sagen, viel erlebt in diesem Part. Na, no, viel erlebt in diesem Part und es geht auch mit viel erlebt zu Ende. Und dann gucken wir mal im nächsten Part, wie es weitergeht. Oh Gott, ey, Hilfe. Ich hoffe, ich mache das alles richtig hier. Ach, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Yeah.